Hallo, ich bin Marius Strelitz. Wir sind hier auf der Produktronica und jetzt am EPP-Stand darf ich Gerd Schulze begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Strelitz. Hallo, Herr Schulze. Sie sind Sales Manager für den Bereich Europa bei Nordson Asymtec. Das ist richtig. Schön, ja, dass Sie da sind. Nordson Asymtec, auch dieses Jahr wieder auf der Produktronica vertreten. Vielleicht können Sie ein bisschen was darüber erzählen, was denn so ja, im Fokus stehen wird dieses Jahr auf dem Messestand. Mache ich gerne, Herr Strelitz. Wie Sie wissen, Nordson Asymtec, wir sind spezialisiert auf Dosier- und Beschichtungsverfahren, die hauptsächlich im Bereich der Elektronik- und Halbleiterfertigung eingesetzt werden. In der jüngeren Vergangenheit starkes Gewicht hat zusätzlich bekommen die LED-Fertigung und Medical Applications. Unser Schwerpunkt sind halt Anwendungen überall dort, wo mit sehr hoher Präzision flüssige und pastöse Medien dosiert werden müssen. Und die Produktronica besuchen wir schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist eine der wichtigsten Messen für uns. Und dieses Jahr stellen wir zwei komplett neue Generationen Dosieranlagen vor, sowie Komplettlösungen für den Bereich Conformal Coating, also Beschichtung, Trocknung und anschließende automatische Inspektion. Okay. Was für Zielgruppen visieren Sie denn an mit Ihren Lösungen? Also im europäischen Bereich ist ein Schwerpunkt beispielsweise Automobilelektronik. Also sicherheitsrelevante Baugruppen wie ABS, Airbag-Steuergeräte müssen von den Umwelteinflüssen geschützt werden. Und dadurch werden Schutzlacke aufgetragen, die anschließend ausgehärtet und inspiziert werden müssen. Das nimmt einen großen Stellenwert bei uns ein. Genauso wie hochwertige Industrieelektronik und Entwicklung für mobile Geräte. Wobei mobile Geräte liegt natürlich die Hauptfertigung im asiatischen Bereich. Ja. Entwicklung teilweise in Europa, aber Massenfertigung findet dann mehr und mehr im asiatischen Bereich statt. Ja, okay. Ich schätze mal, das hat auch große Auswirkungen dann. Dieser Trend, dass eigentlich die Elektronik, der Elektronikanteil im Auto stetig zunimmt, das hat dann ja dann im Prinzip auch Auswirkungen direkt auf Sie, oder? Absolut. Also es gab vor circa 10 Jahren Prognosen, dass man gesagt hat, der Bereich Conformal Coating, also Schutzbeschichtung, hat jetzt eigentlich den maximalen Peak erreicht, aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, genau aus dem Grund, den Sie ansprechen. Der Anteil Elektronik im Automobilbereich nimmt mehr und mehr zu. Also allein, wenn man heute dran denkt, Sitzverstellung, elektrische Spiegel, Motorsteuergeräte. Und der andere Grund ist natürlich auch immer die immer weiter fortschreitende Miniaturisierung. Das bedeutet, die Packungsdichte ist immer höher, Abstände werden immer kleiner und dadurch kann es natürlich schon bei geringen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Betauung zu Störungen kommen. Und um diese Störung zu verhindern, um das Produkt über einen bestimmten Zeitraum funktionsfähig zu halten, ist es halt erforderlich, diese Schutzbeschichtung einzusetzen. Und auf der anderen Seite müssen die Prozesse immer schneller laufen, richtig, immer effizienter natürlich. Und dann entsprechend auch die Herausforderungen an die Technologie. Ja, absolut. Produktivität ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für unsere Kunden. Und gerade im Automobilbereich ist Traceability, Prozesskontrolle, also mit vielen geschlossenen Regelkreisen, sicherzustellen, dass der Prozess innerhalb sehr enger Toleranzbereiche stattfinden kann, hat oberste Priorität, definitiv. Okay. Ist das auch so eine Entwicklung, die Sie zurzeit grundsätzlich im Markt sehen oder ist das einer der Trends oder sehen Sie weitere Trends, die man vielleicht zurzeit nennen kann? Also was abzusehen ist und wo wir in den letzten Jahren ganz intensive Entwicklungen gemacht haben, ist der Bereich Traceability, lückenlose Nachverfolgung, dass Sie wirklich anhand einer Seriennummer eines Gerätes nachvollziehen können, mit welchen Prozessparametern es bearbeitet worden ist. Prozessabsicherung durch Prozessregelung, durch geschlossene Regelkreise. Also das nimmt einen immer höheren Stellenwert an. Und Sie sehen das, wenn Sie zum Beispiel unsere Anlagen anschauen, sie haben keinerlei Bedienelemente mehr da. Einfach um zu verhindern, dass Bediener unautorisiert Parameter verstellen. All das erfolgt bei uns über die Software. Also nur noch über programmierbare Druckregler, die dann halt über Passwörter unterschiedliche Ebenen innerhalb des Dosier- oder Beschichtungsprogramms geschützt werden. Und so verhindern wir natürlich unerlaubte Eingriffe in den Prozess. Okay. Ich meine, das Thema Traceability, Nachverfolgbarkeit, das ist ja überall hier auf der Messe, das ist ein ganz großes Thema. Grundsätzlich, wie ist denn so die Resonanz jetzt bei den Kunden oder bei den Besuchern hier auf der Messe, was ihre Lösungen betrifft? Das ist positiv. Also wir haben, bevor wir diese neue Dosieranlagengeneration entwickelt haben, haben wir natürlich mit unseren Partnern in der Industrie intensive Gespräche geführt, wie der aktuelle Stand ist, welche Anforderungen sie in der Zukunft sehen. Und da war das zum Beispiel ein wesentliches Kriterium, was wir dann halt bei der Entwicklung entsprechend berücksichtigt haben. Okay. Und das wird absolut positiv aufgenommen. Okay. Und auch die neuen Lösungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, die vorgestellt werden, wie ist da so die Kundenresonanz? Die ist sehr gut. Also die Plattformtechnologie, die wir anbieten, die ist im Markt bekannt. Wir sind in dem Bereich ein Marktführer. Okay. Die ist permanent weiterentwickelt worden und als absolute Neuerung eigentlich auf dieser Messe.
haben wir ein spezielles Zweikomponenten-Mischsystem entwickelt, was vollkommen in unsere Anlagen integriert werden kann. Okay. Und das hat also ein überdurchschnittlich großes Interesse hier auf der Messe hervorgerufen. Okay, also da der Bedarf bei den Kunden getroffen sozusagen. Absolut, ist richtig. Okay. Weil die Anwendung, die wir machen, da werden sehr geringe Mengen teilweise im Submilligramm-Bereich aufgetragen. Und konventionelle Mischanlagen sind einfach nicht in der Lage, so geringe Mengen homogen zu mischen und mit den erforderlichen Drücken zur Verfügung zu stellen. Okay. Und aus diesem Grunde haben wir uns dann entschlossen, eine neue Entwicklung zu starten. Mhm. Und die, wie gesagt, hat jetzt Premiere für die öffentliche Präsentation auf der Produktronika. Okay. Wie ist denn die, die Marktsituation oder was für ein Resümee kann man denn für Ihr Unternehmen ziehen für 2013? Und können Sie so einen kleinen Ausblick für 2014 geben? Ja, also 2013 ist für uns insgesamt sehr, sehr gut gelaufen, wobei wir, wie gesagt, die höchsten Zuwächse natürlich im asiatischen Bereich haben. Also es ist häufig so. Aufgrund der Mobilgeräte. Absolut. Aber auch beispielsweise Automotive-Anwendungen. Also es ist häufig so, dass zwar Produkte hier in Deutschland entwickelt werden, aber dass die Massenfertigung dann an anderen Standorten stattfindet. Aber insgesamt haben wir unsere Marktposition definitiv festigen können. Wir haben deutliche Zuwächse verzeichnen können. Und wir erwarten eigentlich auch einen sehr, sehr positiven Ausblick für 2014, was nicht zuletzt auch die Resonanz hier auf der Produktronika zeigt. Okay. Wir haben heute den dritten Tag der Produktronika. Die ersten beiden Tage sind von den Kontakten her überdurchschnittlich gut für uns verkauft. Okay. Ja gut, Sie haben ja dann auch Themenfelder wie zum Beispiel Mobilgeräte oder Automotive-Elektronik, wo man ja sicherlich auch eine positive Entwicklung ohnehin absehen kann. Ne? Davon gehen wir eigentlich aus, ja. Ja, Herr Schulze, vielen Dank für das Gespräch. War ich bedanke spannend. Mich bei Ihnen. Dankeschön, wünsche Ihnen eine schöne Messe. Wünsche ich Ihnen ebenfalls. Danke. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke.